gerade 14 Jahre und zieht in eine neue Stadt. Eine völlig fremde, wo sie keine Freunde hat. Und heute ist der Tag, an dem sie in die neue Schule kommt. Menschen zu begeistern, hat sie schon immer gut gekonnt. Trotzdem ist sie etwas nervös und ein bisschen aufgeregt. Doch immer fröhlich, zum Scherzen schlicht hin aufgelegt. Und auch schon geht es los, sie ist im Klassenraum. Fesselt die Leute mit Worten und sie fassen's kaum. Sie findet sofort Anschluss, das war ja zu erwarten. Und das stört sie auch nicht mehr, dass die ganzen Leute starren. Doch es gibt einen Narren, mit dem läuft sie so rund. Er war der Held der Klasse und stand sonst im Mittelpunkt. Doch sie kennt das, weil's die Szenen schon oft gab. Doch das beeinflusst nicht ihre lebensfrohe Art. Ja, sie hat ein Laster, schon seit dem Kindesalter. Sitzt sie im Rollstuhl, doch macht fröhlich immer weiter. Jeder kann helfen. Jeder kann was tun, Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an, denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann. Jeder kann helfen und jeder kann was tun, Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an, denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann. Er ist gerade 15 Jahre, nicht das krasseste Genie. Doch hat viele Freunde, ist in der Klasse so beliebt. Seine Asse in dem Spiel sind, dass er witzig und sportlich ist. Und bei seinen ganzen Taten nie so richtig vorsichtig. Er sonnt sich in dem Licht, das von der Masse scheint. Und wünscht sich nichts mehr, außer dass das alles bleibt. Mit dieser Leichtigkeit, mit der sein Leben lebt. Nicht viel Wert drauf legt und immer ins Extreme geht. Und dann kommt dieses Mädchen und stiehlt ihm glatt die Show. Und er beleidigt sie auf allerniedrigstem Niveau. Denn es passt ihm gar nicht, dass er nicht mehr der Star ist. Er steigert sich da rein und ist total vernarrt. Mit jedem schändlichen Satz wenden sich Freunde mit ab. Wenn er unbegründet einfach was Bescheuertes sagt. Und keiner kann's verstehen, was ist denn sein Problem? Doch ihm ist es egal und er will nicht drüber reden, okay. Jeder kann helfen und jeder kann was tun. Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an. Denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann. Jeder kann helfen und jeder kann was tun. Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an. Denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann. Jetzt ist er ganz alleine, doch es ist ihm scheißegal. Eigentlich war das Problem doch einfach nur banal. Er kam nicht mit ihr klar, weil sie unglaubliche Stärke beweist. Und ihr Leben einfach lebt, als wär's so leicht. Als er keinen mehr hat, da passiert seines Nachts. Ein betrunkener Fahrer kommt von der Fahrbahn einfach ab. Und erwischt ihn auf dem Fußweg, er wird schmerzlich verdreht. Er hat grad so überlebt, doch ist jetzt querschnittsgelähmt. Er kommt nicht damit klar, fällt in die Isolation. Freunde, Bekannte versuchen ihn wieder zu holen. Er will davon nichts wissen, sie sollen sich verpissen. Sein ganzes Leben wurde in einer Nacht abgerissen. Er ist am Ende alles scheiße verdammt. Doch da klingelt's an der Tür und sie reicht ihm die Hand. Er sagt zu ihr, tut mir leid, ich bin zu schwach dafür. Sie sagt zu ihm, doch zusammen schaffen wir's. Jeder kann helfen. Jeder kann was tun, Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an, denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann. Jeder kann helfen und jeder kann was tun, Freunde und Bekannte, doch vor allem auch du. Und nun fang an und packen wir's an, denn gemeinsam und zusammen schaffen wir's dann.